So, jetzt kommen wir zum dritten Teil. Die Buchse ist ja einer bloß Rohr, die dann jetzt voll auf Maße ausspindeln. Und das mache ich deswegen so, dass sie genau zentral sitzt, also beim Presserkessel sei, dass sie sich ein bisschen verschiebt. Das Maß ein bisschen leiger, je nachdem. Und dann muss ich jetzt einfach im Eipressezustand ausspindeln auf Fertigmaß. Hab die außerdem ohne Bund gemacht, die Buchse. Weil es sonst auch noch mehr Material wegnehmen muss, so schwächt das Gehäuse noch mehr. Auch die Presspassung nicht so groß, weil sonst kann ich sagen, ich habe da einen ziemlich dünnen Steg, dass da dann die Passbohrung verdruckt wird. So, dann werden wir uns jetzt mal abkratzen. Und wir wollen die Spannen nehmen, dass wir Durchmesser haben, wissen wir, wo wir spannen, und dann werden wir es fertig spindeln. Grob messen. Mache ich immer gerne mit dem Messschieber einmal die Tasse falsch, ganz falsch öffnen. Was ziemlich dämlich wäre, dass ich am Bügelmessschrauber mal 15 Stelle verrutsche oder sowas. Achso, das ist jetzt der falsche Teleskop leer. So, dann kommt das Maß wieder da hin und her. Da haben wir 30,39. Kommen wir mal auf äußere 30, dann nehmen wir mal 6 Zehntel weg. Trotzdem so geil.
mal auf Größe 30,5. So. Machen wir jetzt mal einen Schritt kleiner auf 2/10. Also passt jetzt jedes Mal genau. So wie man es gewohnt ist von einem guten Werkzeug. Jetzt 9/10, dann kommen wir auf 8/8. Beziehungsweise machen wir 12. Dann kommen wir mal auf äußere 30,9 und dann machen wir nochmal 12 und dann passt es. So, dann hat 10. fertig geschnitten. Thank you.
dreht und jetzt auf 0 zurück. Also mit Platz, dann habe ich meine Position. Also ich war bei 12, das schreibe ich mir gerade daher, weil doch irgendwas nicht passt. Aber ich bin, normal passt es. Im Wohlhaupt immer alles. Ich möchte jetzt einfach über die Oberfläche da kommen. Gerade zu mehr Züge. Jo. Zwei 30 01. Das war der Plan und den haben wir geschafft. Gut. Bleibt es noch in gerade Phase, oben nur eine ganz kleine Phase zum Kantebrei herunter, ein bisschen größer, dass der O-Ring sauber neu läuft. Das mache ich jetzt gerade im Handvorschub. Der Stahl ist ja 45 Grad, also zumindest so rum kann ich albenfrei mit dem Phase. Natürlich muss er noch ein bisschen rauskurbeln dazu. So. Schwierig zu sehen, wenn der jetzt genau schneidet, wenn ihr was denkt, wer im Stillstand ist, mal abfahren. Ich hätte dann voll zugestellt, aber mal. Schauen wir uns sogar an. Stange umbauen zum Rückwärtszängen. Also das wäre zum Rückwärtszängen. Also die wird noch versenkt, dann rausgefahren und dann gesenkt. Fahren wir gleich mal den Tisch noch ein Stück ran. Kopf bleibt immer verkehrt rum zu mir standen. So, muss ich mal schön anders rumlaufen lassen. Okay.
Okay. Es reicht sogar. Okay, dreh. Das ist schwarz, war. Jetzt tue ich es dann wieder von Hand Vorschub machen. Aber. Ein bisschen mehr. So, bin ich zufrieden.
Gut. Dieses Teil wäre von mir soweit fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zum Zugucken. Das war's.